Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herren, liebe Gäste auf der Empore. Das Henschel-Gelände, ja, wir kennen das schon länger. Das Henschel-Gelände ist schon lange ein Industriestandort in Kassel, wie auch das Salzmann-Gelände, welches brach liegt und auf eine Entwicklung wartet. Wir freuen uns, dass jetzt ein Bebauungsplan vorliegt, dass es so aussieht, als würden auch auf dem Henschel-Gelände gewisse Dinge passieren. Aber ich zitiere nochmal Herrn Leitschuh, auch auf dem Henschel-Gelände möchten wir Kunst und Kultur ermöglichen. Eine wichtige Sache ist, es müsste Ihnen allen bewusst sein, dass das Henschel-Gelände in der aktuellen Nutzung bekannt ist für Kunst und Kultur. Es sind nicht nur die zwei Museen, das Technikmuseum und das Henschel-Museum, welche laut HNA vielleicht sogar zusammengelegt werden könnten und womöglich mit den neuen Plänen ohnehin umziehen müssen. Und in letzter Zeit auch schon eine Mieterhöhung bekommen haben. So etwas verunsicherte Kulturschaffende und auch Museumsbesitzerinnen und Engagierte, zumal eins der Museen natürlich auch ehrenamtlich geführt wird. Das sehen wir kritisch, dass im Bebauungsplan die Kunst und Kultur auf dem Gelände eben nicht geschützt wird. Und es geht nicht nur um die Museen. Es hat sich ebenfalls seit vielen, vielen Jahren verschiedene Kunstschaffenden in dieser Stadt auf dem Henschel-Museum angesiedelt. Da gibt es um Proberäume und auch um Atelierräume. Und wir wissen alle, dass in dieser Stadt Räume für Kultur, freie Räume für Kultur, auch bezahlbare Räume für Kultur und Kunst einfach immer weiter schwinden. Ich sage nur, das Stichwort Nachrichtenmeisterei ist eines der Sachen, die weggefallen sind. Und auch jetzt sehen wir natürlich die Gefahr, dass mit der Entwicklung des Henschel-Geländes diese durchaus preiswerten Räume für Kulturschaffende auch auf dem Henschel-Gelände wegfallen. Und wir sehen da keine nachwachsenden Möglichkeiten in der Stadt. Und die Preise steigen, nicht nur was Wohnraum, sondern auch was Arbeitsräume angeht. Und wenn wir uns wünschen, dass gerade auch Absolvierende der Kunstuni in Kassel bleiben, müssen diese natürlich Räume haben, in denen sie sich ausprobieren können. Und eine weitere Mieterin, die wir auf dem Gelände kennen, ist die Skatehalle. Auch das ist ein Verein, der uns sehr am Herzen liegt und dessen Sicherheit sollte auch bei der Entwicklung des Henschel-Geländes mitgedacht werden. Deswegen sind wir der Meinung, dass man auch schon im jetzigen Zustand, im jetzigen Planungsstand des Bebauungsplans mal Kunst und Kultur auf dem Gelände mitdenken kann, wenn man das denn will. Denn auch auf dem Gelände gilt, ja, Kunst und Kultur ermöglichen in Kassel.